Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video und heute mit einem ganz besonderen Thema, denn wir werden heute nochmal in die Vergangenheit reisen zum Horrorhaus, weil ich weiß, dass viele von euch daran interessiert sind, was ist eigentlich aus dem Horrorhaus geworden und wie sieht es eigentlich jetzt aus, das verrückte Haus, Freunde? Ja, ja, Danny holt heute die Maus raus. Ihr seht schon, die Reime sind heute besonders gut. Maxim ist leider an Corona erkrankt. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir alle alles Gute Maxim in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich, euch ja heute mitzunehmen auf eine Reise. Wir werden in die Vergangenheit tauchen. Wir werden uns alte Bilder, alte Aufnahmen angucken und so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, das Horrorhaus, um denn dann damit endgültig abzuschließen, Freunde. Ansonsten noch eine kleine Information für euch. Auf meinem Zweitkanal, Danny's Streaming Highlights, habe ich euch hier verlinkt, seht ihr aktuell die gesamte Horrorhaus-Reihe nach und nach mit Live-Reaction. Also das heißt, ich rede über das Horrorhaus, beziehungsweise seht ihr die alten Videos und ich kommentiere die halt das Video an, sag was dazu. Und so erhält man nochmal so viele Hintergrundinformationen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bei diesem Video, beziehungsweise auf diesem Kanal mal vorbeischaut und mich auch gerne mit einem kleinen Abo belohnt. Dieser Kanal, der ist noch ganz, ganz klein und ich würde mich so freuen, wenn ihr mir dabei helft, diesen Kanal wachsen zu lassen. Das wäre mein großer Wunsch. Wunsch. Ja, doch, ist richtig. Wunsch, Freunde. Und ich würde jetzt sagen, wir starten mit diesem Video. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Bevor wir aber mit diesem Video beginnen, würde ich noch ganz gerne die liebe Sabine R. in der Familie begrüßen. Herzlich willkommen, Sabine, in der Familie. Und wenn ihr auch Interesse habt, der Familie beizutreten, habt ihr richtig coole Vorteile. Ihr habt unter anderem auch ein Forum, wo ihr eure Schriftstellerfähigkeiten unter Beweis stellen könnt. Schaut gerne unter diesem Video, da ist der Link. Und jetzt ist aber wirklich Schluss mit Werbung. Okay, jetzt wollen wir Horrorhaus-Video sehen. Ich werde in diesem Video euch die Geschichte vom Horrorhaus ein bisschen erzählen und euch natürlich dann auch die jetzige Situation des Horrorhaus zeigen. Wundert euch nicht, ich werde immer wieder kleine Bilder einblenden oder Videoaufnahmen von früher, damit ihr dieses Feeling von diesem furchtbaren Haus nochmal in euch aufnehmen könnt. Die Videoaufnahme ganz zum Schluss, wo ich euch das Horrorhaus nochmal zeige, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, die ist ein bisschen verwackelt. Denn ich habe das so filmen müssen, dass man mich nicht unbedingt sieht mit der Kamera, denn es ist ja nicht mal mein Haus, Freunde. Also, ich erzähle euch die Geschichte, was aus dem Horrorhaus geworden ist. Wir schreiben das Jahr 2019 und damals ist ein Teil meiner Familie plötzlich verstorben, mit dem ich nichts zu tun habe und hatte. Und ich habe 2019 ein Haus geerbt, in dem ich sehr, 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 sehr merkwürdige Dinge gefunden habe. Das Haus wurde ja Schauplatz von verschiedenen Straftaten. Wir reden hier über illegalen Erwachsenenfilmen, wir reden über illegale Besitz von Gegenständen, die da nicht hingehörten. Wir haben im Keller eine mysteriöse Kiste mit verschiedenen Luftlöchern entdeckt. Also alles sehr, sehr, sehr kurios und halt auch eine Menge Bilder, die nicht in dieses Haus gehörten. Zusätzlich ein Schuhkarton voll mit ja gesammelten Zeitungsartikeln über Straftaten, die nicht, über Straftaten. Genau, so kann man sich das erstmal vorstellen, was wir dort im Horrorhaus gefunden haben. Das ist sehr einfach zusammengepackt. Damals, 2019, im November, als ich das Haus geerbt bekommen habe, habe ich dazu das Buch Sarah geschrieben. Das ist quasi Geschichte des Horrorhaus fiktiv erzählt. Also quasi anhand einer Geschichte, wo ein Thriller auf wahrer Begebenheit, so kann man das erzählen, so kann man das beschreiben. Und dann habe ich Tatsache ein Jahr später, als das Horrorhaus denn ja ausgeräumt war, ein zweites Buch geschrieben, das Spukhaus, eine wahre Geschichte, kann ich euch auch sehr, sehr ans Herz legen. Auf jeden Fall, als wir denn dann dieses Haus ausgeräumt haben, haben wir nach und nach immer merkwürdige Sachen mitbekommen. Wir reden von plötzlichen Temperaturunterschieden, von Geräuschen, von Nachbarn, die uns anriefen, dass auf einmal das Licht im Haus brannte, obwohl wir es ausgemacht haben. Wir haben das Licht dann ausgemacht nachts und sind dann nach Hause, dann war es wieder an. Solche Geschichten. Und das hat uns dazu veranlasst, dass wir mit der lieben Alicia Marie, Nico mit K und mit Minky, ihr kennt sie auch als Ghost Hunter Berlin, zurück zum Horrorhaus gefahren sind, um dort nach dem Rechten zu sehen. Und in diesem Video ist eine Menge passiert. Wir haben sehr, sehr viel
gesehen auf den Kameras. Wir haben verschiedene Situationen gehabt. Das Licht hat auf einmal geflackert. Wir hatten Kontakt über die Spirit Box mit einem Geist aufgenommen, der wohl in diesem Haus lebt, der dem es nicht besonders gut ging und der nicht besonders wollte, dass wir dort waren. Wir haben verschiedene Beleidigungen in der Spirit Box gehört. Also es war schon eine sehr, sehr aufregende Situation, zumal es meine erste Begegnung mit diesen paranormalen Sachen war. Ich kannte mich zudem ja damit auch gar nicht aus. Und habe daran auch eigentlich gar nicht so geglaubt, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich weiß, dass auch viele von euch sehr, sehr skeptisch waren und ich war auch total skeptisch. Aber als ich das dann so gehört hatte, ja, da war ich mir dann auch nicht mehr so sicher. Und letztendlich hat dieses Horrorhaus mich noch länger begleitet, denn das Verkaufen des Hauses, das hat sich als sehr, sehr schwierig erwiesen. Und ihr kennt ja auch alle die lange, lange Videoreihe, wo wir das Haus ausgeräumt haben, wo wir von Zimmer zu Zimmer gegangen sind, die ganzen Sachen eingesammelt haben. Es hat einfach mega, mega lange gedauert und es hat sich einfach kein Käufer zuerst gefunden. Denn trotz allem, es war ein Haus an einer Top-Adresse hier in Berlin mit fast 1000 Quadratmeter Grundstück. Ein riesengroßes Haus mit 260 Quadratmeter Wohnfläche. Also es war wirklich ein gutes Objekt. Aber wir sind sich losgeworden zuerst und ja, nach langer, langer Zeit haben wir dann wirklich einen Käufer gefunden, der das Haus auch stattlich bezahlt hat. Wir haben da nicht irgendwie jetzt runter diskutiert oder so. Nein, er hat den Kaufpreis gezahlt, den wir uns auch so vorgestellt haben. Und ja, dann ist etwas passiert, was mich so ein bisschen an die letzte Woche erinnert hat, wenn ihr euch an das Video Wasserschaden von Montag erinnert. Wir hatten einen Wasserschaden im Haus. Und nicht nur irgendein Wasserschaden, ein Rohr ist im zweiten Stock geplatzt. Und insgesamt sind 365 volle Badewannen von oben nach unten einmal durch das gesamte Haus durchgelaufen. Und das war ein so prägender und schockierender Moment. Ihr seht ja hier parallel die Videoaufnahmen von damals. Das war wirklich nicht lustig, das war wirklich extrem heftig. Und das hat mich auch sehr, sehr nachdenklich gemacht, denn wenn wir davon ausgehen, dass wirklich in diesem Haus ein Geist wohnt, dann wollte der unbedingt vermeiden, dass dieses Haus verkauft wird. Und das hätte er auch beinahe geschafft. Das Haus war zu diesem Zeitpunkt aber schon im Verkaufsprozess. Wir waren da in diesem Gefahrenübergang und der neue Eigentümer, der war relativ cool, denn der hatte mit dem Horrorhaus eh andere Pläne. Und das ist das, was euch jetzt interessiert, nämlich was ist aus dem Horrorhaus eigentlich geworden. Und ich werde euch jetzt diese Geschichte weitererzählen, während ihr hier die unscharfen Bilder seht, denn er hat sich dazu entschieden, nach ewig, ewig langen Ringen mit den Baubehörden das Haus abzureißen. Und das war wohl gar nicht so einfach, denn dieses schlechte Karma, was dieses Haus an sich hatte, zog sich bis in die Behörden rein. Es gab keine Abrissgenehmigung. Durch den Wasserschaden mussten die besonderen Bauteile besonders entsorgt werden. Es hat sich Schimmel gebildet und. Also es war wirklich sehr, sehr schwierig. Und irgendwie hat er es dann aber geschafft, das war dann aus meinem Einflussbereich, ich hatte damit ja nichts mehr zu tun, das Horrorhaus denn wirklich abzureißen. Und das ist das, was ihr hier seht. Ihr seht einen riesengroßen Baukrater. Das Horrorhaus ist bis auf die Grundfeste, bis aufs Fundament zerstört. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das fühlt sich für mich richtig gut an. Ich bin wahnsinnig froh, dass das Horrorhaus einfach weg ist, dass es quasi in sich zusammengebrochen ist. Und lustigerweise ist das Grundstück rechts daneben, was wir ja auch in der Horrorhausreihe öfters gesehen haben, nun auch komplett brach. Letztendlich sind beide Grundstücke zu einem riesigen, großen Baustellengrundstück zusammengeschmolzen und wir sind einfach nur zwei tiefe Löcher. Und das ist das Ende des Horrorhauses. Und ich glaube, so für euch ist das vielleicht auch ein schöner Abschluss, das so nochmal zu sehen, diese Ruine, diese Baukrater, um auch mit dieser Geschichte abzuschließen. Ich habe das gemerkt auf meinem Highlight-Kanal, wo ich immer wieder aktuell über diese Hochhäuser-Reihe rede und Video für Video das kommentiere. Wir arbeiten uns seit in Video 4 am Donnerstag vor. Da sieht man schon wirklich, wie schwer das alles damals war und ich bin heute wirklich froh drüber, dass wir dieses Kapitel jetzt endgültig abgeschlossen haben. Ihr habt ja schon mitbekommen, auch wir hatten jetzt im neuen Haus einen Wasserschaden. Und dieser Wasserschaden wird natürlich nicht totgeschwiegen. Der wird hier auch kommentiert. Und das am Freitag. Am Freitag seht ihr ein Wasserschaden-Spezial. Danny im Arbeitshemd zusammen mit den Technikern und den Sani-Menschen auf dem Boden die Badewanne untersuchen. Ich habe da natürlich mitgemacht. Denn ich finde sowas dann auch wirklich spannend. Es fühlt sich hier ja als
Ja, es ist halt mein Haus, es ist unser Haus und natürlich bin ich daran sehr interessiert, dass wir relativ schnell herausfinden, woran es lag. Wir haben es auch herausgefunden und Freunde, glaubt mir, die nächste kleine Schocknachricht wird uns denn am Freitag erreichen. Da freue ich mich sehr drauf. Schaut sehr, sehr gerne in meinem Highlight-Kanal vorbei. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da die, ach, das ist mein kleiner Wunsch von mir, aber die 1000 Abonnenten voll kriegen würden. Da brauche ich jeden einzelnen von meinen treuen Zuschauern, die diesen Kanal schon so lange verfolgen. Und ein Abo kostet nichts. Und ihr kriegt täglich dort Content. Täglich werden dort um 11 Uhr Videos hochgeladen, die halt Ausschnitte aus den Streams zeigen. Einige Sachen interessieren euch vielleicht, einige Sachen sind uninteressant. Aber man kann sich da gute Zusammenfassungen raussuchen. Manche Videos sind 10 Minuten lang, manche sind 30 Minuten lang. Aber alle Videos haben eins gemeinsam, sie sind ungeschnitten. Und das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr coole Sache. Ja, ansonsten, wenn ihr doch nochmal in die Welt des Horrorhauses abtauchen wollt, wenn ihr nochmal etwas über die fiktive Geschichte von Sarah erfahren wollt oder aber das Haus, das Spukhaus, eine wahre Geschichte erwärmen wollt, dann schaut gerne im Pelletier Verlag vorbei. Dort sind beide Bücher von mir und die könnt ihr auch gerne signiert haben, wenn ihr das in eure Bestellung mit reinschreibt und dann wandern diese Bücher zu euch nach Hause. Spukhaus ist aktuell ein ganz, ganz kleiner Bestand noch da. Da müsste ich quasi nachbestellen. Das dauert einen kleinen Moment länger, bis es bei euch einkehrt. Aber ich denke mal, mit einer kleinen Woche kann man schon warten. Ansonsten gibt es noch eine kleine Überraschung. Schaut doch einfach mal, was für ein neues Buch, und damit meine ich nicht Stalker 2, was für ein neues Buch im Pelletier Verlag sich versteckt hat. Offiziell wird es erst nächste Woche angekündigt, aber es ist schon da, Freunde. Ich sage tschüss. Kümmere mich jetzt weiter um Maxim, hoffe, dass mein Immunsystem mit Corona noch am Kämpfen ist. Wie gesagt, noch bin ich negativ und wünsche euch einen schönen Abend, Freunde. Bis bald, tschüss.